kommen wir zum Thema NSA und Überwachung in Europa. Es haben ja bereits Hollande und Merkel sich beschwert bei Obama. Jetzt hat das EU-Parlament beschlossen, man solle das SWIFT-Abkommen kündigen, wo Flugdaten ausgetauscht werden. Da waren auf einmal die schwarzen für eine Rückverweisung des Antrages in den Ausschuss. Ja? Weil da hätten sie ganz gerne gehabt, dass man das Ganze im Ausschuss neuerlich debattieren soll. Ja? Da war auf einmal kein Problem darin zu sehen, dass vorher schon ein Ausschuss damit mit Mehrheit ja schon ins Parlament gekommen ist. Ja? Das heißt, die ganze amerikafreundliche Lobby hat dort eine empfindliche Niederlage erlitten, weil sich jetzt Gott sei Dank ein paar Kräfte beginnen zu wehren, dass die Amerikaner in Europa schlicht und einfach jeden und alles ausspähen und abhören. Und das ist ja nur das, was in Frankreich jetzt zutage gekommen ist oder das, was jetzt in Deutschland bekannt wurde, nämlich dass die Bundeskanzlerin Merkel abgehört wurde. Das ist ja nur die absolute Spitze eines riesigen Eisberges. Dass die Masse dessen, was die Amerikaner illegal in Europa gemacht haben, ist ja noch gar nicht bekannt. Das SWIFT-Abkommen oder der Beschluss des EU-Parlaments hat ja keine bindende Wirkung. Wie werden sich die Regierungschefs dazu verhalten? Wird man dem Parlament Folge leisten oder wird man das Abkommen trotzdem weiter aufrechterhalten? Ich glaube, dass das ein Stein ist auf dem Weg zu einem größeren Widerstand. Der eigentliche Druck wird von den Bürgern kommen. Weil die Bürger werden zunehmend ihre Politiker daran erinnern, dass sie eigentlich nicht von den amerikanischen Wählern gewählt wurden, sondern von europäischen, von ihren jeweiligen Mitgliedsländern, von den Wählern der Mitgliedsländer gewählt wurden. Und da kommen sie alle unter Druck, das ist ganz sicher. Weil das betrifft jetzt wirklich jeden einzelnen Bürger direkt in seiner eigenen Privatsphäre. Die Beziehungen zu den USA leiden darunter. Auch die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind nicht immer die besten. Könnte es passieren, dass sich die EU irgendwann isoliert und vielleicht gar kein Global Player mehr ist, der sie gerne wäre? Es ist schlicht und einfach nicht erkennbar, was die Europäische Union eigentlich will. Natürlich machen es einem die Amerikaner wirklich schwer, ihre Freunde zu sein. Das muss man wirklich ganz offen sagen. So geht man, wie die Amerikaner mit Freunden umgehen, geht man mit, eben nicht mit Freunden um. Umgekehrt halte ich die ganze Konflikt- und fast schon Kriegsrhetorik, die manche in diesem EU-Parlament, aber nicht nur dort, anstimmen gegenüber Russland, auch für verfehlt. Ja? Ich glaube, dass Europa gut beraten wäre, mit einer kritischen Distanz zu Amerika, aber auch mit einer entsprechenden offenen Haltung gegenüber Russland als Balanceakt dazwischen zu dienen. Das heißt, also durchaus vermittelnd, aber im eigenen Interesse vermitteln tätig zu sein.